Die Stiftung Warentest hat 21 Kaffeebohnensorten, darunter Espresso und Kaffeecrema, getestet. Italienische Marken wie Lavazza Espresso Italiano Cremoso und Segafredo Intermezzo erhielten die besten Bewertungen für Espresso. Für milden Kaffeecrema schnitten deutsche Discountermarken von Netto, Aldi Nord und Lidl gut ab. Kein Produkt überschritt den EU-Richtwert für den Schadstoff Acrylamid, der beim Rösten entsteht und als krebserregend gilt. Die Stiftung Warentest empfiehlt jedoch, beim Kauf von Kaffee auch auf Bio- oder Nachhaltigkeitssiegel zu achten.